Ich bin die Sibylle. Und ich bin der Anton Grischbler. Wir befinden uns hier auf dem Motzenhof in Adnet. Die Landwirtschaft haben wir von meinen Schwiegereltern, also von Tonis Eltern, vor 10 Jahren übernommen. Es war ein kleiner Anbindestall und mittlerweile haben wir die letzten 10 Jahre sehr viel investiert und es ist zu einem sehr modernen und automatisierten Freilaufstall mit 30 Kühen geworden. Die Vorgänge in der Landwirtschaft sind aber nur gleich. Die Kühe müssen gefüttert werden, Kühe müssen gemolken werden. Man muss schauen, dass die Kühe ein sauberes Bettel haben und an. Die Automatisierung bei uns ist so. Es ist eine automatische Entmistung, sprich ein Schrapper. Wir haben einen Freilaufstall, die Kühe können sich frei bewegen. Was wir nun haben, das ist eben jetzt, wir haben einen Melkroboter mit Brunsterkennung und. Was auch noch sehr viel wert ist, das ist eigentlich das Wichtigste zum Melken dazu, das Fütterungstechnische. Und das geht bei uns auch. Wir machen das mit einem Futtermischer. Die Kühe kriegen bei uns 365 Tage das gleiche Futter, also nie was anderes. Es ist keine Umstellung von Heu auf Grünfutter, sondern alles das Gleiche. Und die Kühe können bei uns also 24 Stunden am Tag fressen. Ja, ich zeige euch jetzt mal den Melkroboter. Die Kühe haben jeder ein Halsband um und der Roboter weiß genau, wenn die Kuh reinkommt, ob sie jetzt Anspruch hat auf Melken oder ob sie wieder rausgeschickt wird. Die Kuh kommt dann rein und wenn sie Anspruch hat, dann fährt der Arm hinein und putzt als erstes das Euter. Das wird mit 2 Bürsten gemacht. Die sind weich und harte Bürsten sind dabei. Das stimuliert gleich die Kuh und wird gereinigt und danach wird es dann angesetzt. Jede Zitze einzeln, das ist vorher eingescannt worden, weil jede Kuh ein anderes Euter hat. Und dann fängt dieser Melkvorgang an. Was sehr praktisch ist und vor allem sehr gesund für die Kuh ist, dass jedes Viertel für sich gemolken wird. Früher war es so, dass das Melkzeug alle 4 gleich lang gemolken wurden. Und bei dem ist es so, der merkt, wann die Milch aufhört und dann wird eine Zitze nach der anderen abgesetzt. Und das ist für die Eutergesundheit ganz wichtig. Und zum Schluss kommt noch ein Dipmittel drauf. Das ist eine Pflege, weil der Strichkanal offen ist. Und das ist wichtig, dass keine Bakterien nach dem Melken reinkommen. Die Kuh geht dann von alleine wieder raus und ja, also sie ist sehr selbstbestimmt. Es wird immer eine Milchprobe genommen und es ist ein kleines Labor integriert sozusagen. Also da wird Fett gemessen und Eiweiß wird gemessen und auch die Zellzahl, was aussagekräftig ist, ob die Milch gesund ist. Und wenn es irgendwas sein sollte, kriegen wir halt sofort am Computer einen Alarm, dass wir wissen, oh, bei der Kuh stimmt irgendwas nicht, dann müssen wir schauen, Tierarzt holen oder je nachdem, was ist. Das wird einem sofort gemeldet. Und auch schlechte Milch kommt gar nicht erst in den Milchtank, sondern das wird dann separiert. Also es war früher schon so, dass wir 1,5 Stunden mit dem Melken beschäftigt waren und jetzt ist es halt so, dass ich eine Kuh mal kurz reintreibe. Also das ist für mich zeitlich gar kein Aufwand, das dauert eine Sekunde. Und für die Kuh ist halt der Vorteil, dass sie wirklich individuell sich selbst steuern kann. Früher musste sie warten, bis dann die Bauer oder Bäuerin kam, aber heutzutage ist es so, die können sich selbst entscheiden, wann sie gehen. Aber wenn man viel automatisiert hat, man braucht dann nicht glauben, man hat nichts mehr zu tun. Es ist zum Teil oft, das was dann Gott sei Dank meine Frau macht, computermäßig viel mehr Arbeit, als was man früher eben durch Gefühl und Sehen gemacht hat.